quiero. We party to the extremo, baby. Hallo Leute! Herzlich willkommen zu dem ersten Video auf diesem Kanal. Wir sind zwei beste Freundinnen namens Lilu und Lea. Ich bin Lilu. Und ich bin Lea. Und das ist Lilus Pferd Dingo. Genau, er ist 13 Jahre alt, wird 14 im Mai und ist ein deutsches Reitpony. Genau, wir sind ein Reiter-Account, sind wie gesagt schon beste Freundinnen und wollten euch etwas mitnehmen, was wir alles so im Stall machen und das alles zum Thema Pferd und Ponys. Wie ihr nicht schlecht erkennen könnt, wir sind im Wald hier mit dem Dingo und wollen euch jetzt mitnehmen, so im ersten Video, wie wir durch den Wald so ein bisschen mit dem Traben und so. Und nehmen euch noch den Rest des Tages hier bei uns am Stall mit. Hier ist der Hof, wo der Dingo steht. Da hinten das da. Genau, weil wir reiten auf verschiedenen Hofen, also beziehungsweise ich, weil ich reite zum Teil auch noch auf ein paar anderen Höfen und vielleicht nehmen wir euch da mit, aber hauptsächlich hier auf dem Hof bei Dingo. Ja. Wir werden jetzt noch ein kleines Fotoshooting machen, deswegen steigt jetzt Lilu auch hier auf Dingo drauf. Und wir wollen halt auch von oben eins machen und wir blenden euch dann die Bilder ein, weil wir halt hier einfach gerade echt schönes Wetter ist. Und ja. Das kleine Banana da hinten will ich jetzt auch ausprobieren, was das kleine Banana ist einfach. Hey Potato, komm mal her, Bibi. Komm mal hoch. Gott, sind wir blöd, okay, da steht sie, der mutige Ritter. Die nur hassen. Ja, ich hasse. Guck mal, wie schön. Nein, ich ziehe alles gut. Ich hab den. Look it. Lea, alles gut. Ja. Ja. Bitte. Aber es ist angenehm. Ja, das ist voll gesüßt. Look at this beautiful horse. Sauber gemacht hier, abgespritzt. Man sieht, hier ist alles. Und Lilu hat ihn jetzt auch schon in seine Box geführt. Hier hatte Dingo eine kleine Wunde bzw. einen Stich, denn eine Hunde hat ihn gebissen. Lilu hat jetzt hier auch schon die Decke drauf gemacht. Kaka frisch gemacht aus dem Pferd. Hat mir schon aktiv drauf und wir füttern ihn jetzt auch noch damit und bereiten sein Essen für abends und morgens. Für morgen früh und für heute Abend noch zu. So, da ist für abends und da ist für morgens. Und ja, als erstes tun wir von diesem Pulver-Dingster-Bumster eine Kappe zu abends rein immer. Oder macht Lilu eher, weil, ja. Dann kommt in jedes der beiden eine Kappe Pellet. Und dann auch noch Müsli. So ein paar Hände voll mit Kräutern. Und dann alles schön shaken. Und festmachen. Nicht vergessen aufzuräumen. Jetzt hier auch noch im Reiterstüble und ruhen uns noch ein bisschen aus, bis Mutter uns dann abholt und wir gucken noch ein bisschen den Reitern, die gerade in der Halle sind, zu. Lol. Weil wir ja noch warten mussten, gingen wir dann zu Gary, einem ganz, ganz lieben, süßen Pferd. Das ist mein Lieblingspferd mit Dingo natürlich, also von mir, Lea.
auf dem Hof von Lilo. Und Gary kann ganz viele süße Tricks. Er ist schon älter, ist ein deutsches Reitpony, 18 Jahre alt. Und vielleicht darf ich ihn bald, also vielleicht, ab und zu mal reiten. Lach, komm Gary, lach, 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 lach. Toller Buch. Welt mit dir? Super. Super nein gesagt. Toller Gerät. Wir waren dann bei Gary und haben ein bisschen Tricks gemacht mit ihm und er war mal wieder super knuffig. Dann, weil uns noch ein bisschen langweilig war und wir noch warten mussten, haben wir uns zwei leckere Tees gemacht im Reiterstüble. Einmal Kamillentee und einmal einen Kräutertee. Für mich Kamille und für Lilo Kräuter. Ja. So, wir haben uns bei diesem wunderschönen Wetter rausgesetzt, weil das wollten wir einfach ausnutzen und haben den Pferden ein bisschen zugeschaut, was die so machen und haben dann gewartet. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und lasst auch ein Like da. Und nicht zu vergessen zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!